Jahre lang hörst du immer auf den Motorenklang. Bleibt ihr Freunde viele Jahre lang, ein Schlückchen Öl mal ab und zu, an steilen Bergen mal kurze Ruhe. Wenn es ein Schnaufel ist, auch längere Rast, dann braucht es Wasser, wenn's kocht, das dann wieder passt. Auch ein Auto hat eine Seele, es braucht Liebe, wie du und ich. Auch ein Auto hat mal Probleme, wenn du es fährst, vergiss das nicht. Hörst du immer auf den Motorenklang, bleibt ihr Freunde viele Jahre lang. Hörst du immer auf den Motorenklang, bleibt ihr Freunde viele Jahre lang. Eine Garage muss für ihn sein, im Freien fühlt es sich sonst nicht daheim. Im Winter möchte es am liebsten da nicht raus, es will zu dir und käme zu gerne mit ins Haus. Auch ein Auto hat eine Seele, es braucht Liebe, wie du und ich. Auch ein Auto hat mal Probleme, wenn du es fährst, vergiss das nicht. Hörst du immer auf den Motorenklang, bleibt ihr Freunde viele Jahre lang. Hörst du immer auf den Motorenklang, bleibt ihr Freunde viele Jahre lang. Auch ein Auto hat eine Seele, es braucht Liebe, wie du und ich. Auch ein Auto hat mal Probleme, wenn du es fährst, vergiss das nicht. Hörst du immer auf den Motorenklang, bleibt ihr Freunde viele Jahre lang. Hörst du immer auf den Motorenklang, bleibt ihr Freunde viele Jahre lang. Sind Sie heute überall gut durchgekommen? Ich hoffe es, ich hoffe. Es ist unsere erste Fahrt heute. Der Rotbuch ist ja nur sehr schwer zu lesen. Sind sehr Sie damit schwer zurechtgekommen? Ja, es geht, es geht. Man kommt rein, aber es ist sehr schwierig. Sind im wahrsten Sinne des Wortes eben Chinesenzeichen? Ja, mehr oder weniger. Nein, es geht schon, es geht. Man kommt dann schon drauf, was man machen muss. Recht klein, schön, recht schöne klein. Schöne Strecke. Recht klein, das ist der erste Teil. Aber man passt hinein. Entschuldigung? Recht klein, aber man passt hinein. So ist es ja. Stopp ich dir. Du hast aber deine Chance beim Fenster. Ein Kollege zweifelt nur immer, dass ich der richtige Beifahrer bin. Aber da steht's, dass ich's bin. Das kann man überreißen. Man steht vor dem Start. Wie fühlt man sich so bei dem schönen Wetter? Man freut sich einmal, dass ein schönes Wetter ist. Und wir hoffen, dass auch die nächsten drei Tage so schön ist. Und was geht denn so durch den Kopf vor dem Start? Dass ich nicht alles richtig habe, weil er ist nicht mehr ein strenger Pilot. Ich muss aufpassen. Sind Sie überall gut durchgekommen heute? Das haben wir uns verdient. Ja. Mein bester Beifahrer. Mein bester Fahrer. Du siehst ja,
Eine Frage, wie war die Fahrt hierher? Alles gut gefunden? Alles gut gefunden, ja. Und das Rotbuch gut zu verstehen? Das Rotbuch war super, super Aussicht. Hat alles super passt. Gut leicht gefunden, dir? Ja. War ja auch Umleitung in der Stadt? Die Umleitung hat uns ein bisschen durcheinander gebracht, aber wir haben es dann